die da aussetze. Also entweder praktiziere ich hier gerade einen Geniestreich oder eigentlich nur das Sturste und Dümmste, was es gibt. Ich kann mich noch nicht zu 100% entscheiden. Diese Meerenge ist halt selbst für zwei Schiffe zu eng. Das ist... Fahr du mal da hoch. Fahr du mal dahin. Stopp. Ja, nee, ihr geht gerade dahin, das passt. Fahrt ihr mal hier rüber. Hey, kommst du da nicht durch, irgendwie? Hört doch einfach mal auf meine Befehle, Freunde. Hört doch da einfach mal drauf. Dann gewinnen wir das Ganze auch. So, lasst euch hier heilen schön. Ja, genau. Bringen die ganzen Waffen da hoch. Das ist ultra geil. Die bringen die in die Kaserne. Ich glaube, die werden dann direkt ausgerüstet. Der kommt da nicht durch. Momentan interessieren sie sich nicht so wirklich für uns. Och Leute, tragt doch da nicht immer irgendeinen Ramsch rein. Was ist das hier überhaupt? Meint doch nicht ernsthaft, dass ich da die Lager errichten lasse. Damit wir da irgendwie eine Scheiße... Warte, ihr haltet mir auf jeden Fall hier die Stellung, ne? Oh, ich wollte die eigentlich heilen lassen. Die juckt es gar nicht, dass wir da sind. Zumindest bisher nicht. So, ich hoffe, dass die sich jetzt alle ausbilden. Oh, das kann noch dauern. Ist es klug, da jetzt schon anzugreifen? Boah, da kommt die ganze Armee, Alter. Ja, wir sollten schon so viel wie möglich darunter bringen. Wenn die erst einmal mit einer richtig dicken Armee auftrumpfen, dann wird's problematisch. Da müssen wir sogar mit Zaubern schauen, wie wir wegkommen. Ah ja, nice. Okay. Wir haben das wieder leer geräumt. Die kann man echt nicht darüber bewegen. Und so weit schießen sie nicht, oder? Weil von da aus könnten wir, glaube ich, rüberschießen. Boah. Dadurch, dass die da so viele Schwerter haben, ist natürlich jetzt mega.
Wir klauen uns quasi die ganzen Sachen der Ägypter, um den Krieg gegen die Asiaten weiter fortzuführen. Das ist nice, das gefällt mir. Wie das läuft. Save the priest! Boah, das ist so klug. Okay, wir haben Fuß gefasst. Ob das klug war, wird sich gleich rausstellen. Oh nein! Oh Gott, nein. Los, Mana. Wir müssen jetzt schnell die Leute darüber befördern. Alter, wie viel kommen denn da noch? Schnell, 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 schnell. Sie sind dumm genug, die Landesgrenzen zu akzeptieren. Auf gut Deutsch, sie verhindern jetzt nicht mal, dass wir da sind, obwohl wir ihnen gerade Land weggenommen haben. Wenn ich Fairplay. Ich bin ja ein fairer Sportsmann, deswegen. Doch, finde ich gut. Dass die das so machen. Dumm. Aber gut. Keine Sau interessiert sich mehr für die komischen Minen da oben. Cheerio, ihr Spackos! Mich noch nicht festzulegen, aber ich glaube, dass wir goldtechnisch ihnen böse voraus sind. Ich glaube, dass das ein nicht ganz unwichtiger Faktor sein wird, weshalb wir die Asiaten ganz gut überrumpeln können. Jetzt setzen sich. Hat sich gerade eine Armee in Bewegung gesetzt? Die hat sich dann doch anders überlegt? Kann ich verstehen. Mein Krieg ist nicht für jeden was, ne? Muss mal wissen, ob er da jetzt gerade Bock drauf hat oder nicht. Da, sie kommen immer und hauen dann gleich wieder ab. Was ist denn los mit euch? Wie weit lasst ihr uns jetzt in euer Territorium vordringen? Was habt ihr da mit euch selbst ausgemacht so? Was ist in Ordnung?
Jo. Also die Römer, das sind schon grobe Hunde. So 50% liegt noch im Toleranzbereich. Dann sollten wir uns zur Wehr setzen. Finde ich gut. Wahnsinnig guter Plan. Ja, die setzen sich in Bewegung, jetzt ziehen sie sich gleich wieder zurück. Schade, dass wir die anderen nicht retten konnten, die auch da so festgesessen sind. Das wäre nice. Kommen die ganz? Ne, die sind bloß zu dem Wachturm darüber. Ja, die haben gar keinen Bock auf Krieg. Ist ja nichts Verwerfliches. In dem Spiel vielleicht einfach nicht so geschickt. Komm her. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, wenn die Siedler 2 und 3 und von mir aus auch 4 Experience ein bisschen länger dauert, weil ich habe so die Hosen voll vor dem fünften Teil. Aber wir müssen uns auch Spielen stellen, die vielleicht nicht zur Creme de la Creme gehören. Und ja, wenn man sich erstmal... Also es ist ein krasser Sprung, finde ich, von Siedler 2 auf 3. Aber es ist eindeutig eine Verbesserung. Also ich denke, da braucht man nicht groß diskutieren. Entweder man ist einfach saustur und sagt, neue Sachen sind kacke. Wenn man das erstmal drin hat, auch das ist... Ich finde es schon mit den Straßen. Wie gesagt, es war deutscher, aber... Klar, diese Baufreiheit und so, das ist natürlich schon nice. Da kannst du sagen, was du willst. Auch so die Art der Soldatenproduktion. Wie man sie verbessert, finde ich ein bisschen... Naja, nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so der Killer, dass man jetzt einfach sagt, oh, göttliche Gunst und Shish-Kebab, was weiß ich. Ja, okay. Schau euch mal an, wie wir die überrennen, ey. Könnten auch ein paar von euch da noch angreifen, das wäre sauer. Oh, die greifen da oben an. Die wollen ihr Land zurück. Warum? Warum wollen wir ihr Land zurück? Aufhören! Stehe ich gar nicht. Aber ich glaube, wir haben sogar die Maximalanzahl an Soldaten, die wir befehligen können. Geil! Einfach nice. Jetzt ziehen sie sich zurück! Seid ihr für Penner, Mann! Stellt euch! Stell dich deinem göttlichen Urteil! Nein, ach Freunde, das ist doch nicht nötig, sowas. Oh. Was ist das für ein Otto da unten? So, nachdem wir... Da ist noch eine kleine Armee, die macht sich jetzt auf den Weg. Da ist ihr Haupthaus. Da kommt jetzt noch eine große Armee rüber, okay. Jetzt ziehen sie sich zurück. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter.
wird denn da gekämpft? Was ist denn mit euch los? Ihr müsst doch eure Kameraden rächen. Ihr könnt doch jetzt hier nicht einfach nichts tun. Ich fordere sie sogar dazu auf, gegen uns Krieg zu führen. Aber die hauen immer ab! Die hauen immer wieder ab! Schau sie an, die laufen da neben uns her. Die wollen überhaupt nicht kämpfen. Ich bin jetzt mal so und stell eure Moral in Frage, Leute. Das kann ja nicht sein. Was wollt ihr da? Was habt ihr vor? Nee, ihr bleibt da, wo ihr seid. Ich bin jetzt mal so dreist und stelle einfach eure Moral und euren Patriotismus in Frage, weil ihr lasst eure Leute da verrecken. Wenn die ganze Armee auf einmal gekommen wäre, dann hätten sie möglicherweise so eine Chance gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie uns besiegt hätten. Wir sind schon sehr stark. Aber eine kleine Chance. Eine ganz, ganz kleine Chance. Aber im Prinzip macht sich der Goldbonus doch sehr bemerkbar. Woran man auch wieder sieht, wie wichtig Gold in dem Spiel ist, ne? Greifen die jetzt an. Die sind so geil. Die sind so geil. Also echt. Na, jetzt greifen wir erstmal die ganze östliche Seite an, erobern die und dann schauen wir, was übrig bleibt von der Seite und dann schieben wir sie auf die andere Seite rüber. Es wird mir sonst zu blöd, da immer hin und her zu laufen. Sie laufen. Ich glaube, sie kommen zur Verteidigung. Die wollen uns gar nicht angreifen. Da, geht mal dazwischen. Hol euch schon mal ein paar, falls die gar keinen Bock auf Kämpfen haben. So, wie sieht's hier aus, Freunde? Das gefällt mir eigentlich nicht so, dass wir so hart auf die Fresse bekommen da drüben. Da kommen. Und wie sieht's aus? Einen haben wir schon, sehr schön. Die anderen zwei sind fast durch. Jetzt ziehen sie sich gleich wieder zurück. Jetzt ziehen sie sich, wenn wir das haben, ziehen sie sich wieder zurück. Ja, komm jetzt,
Prinz ein, oder? Das da unten sind nicht unsere Siedler. So! Los! Weiter geht's! Ich hatte kurz die Vermutung oder die Hoffnung, dass es ein Ticken anspruchsvoller wird gegen die Asiaten. Warum Hoffnung? Natürlich will ich das Level auch irgendwo einfach beenden. Aber dass wir die so abziehen. Das ist schon nicht ohne. Dass die gar kein Land sehen. Das ist. Obwohl die Armeen echt groß waren. Das waren echt Riesenarmeen und. Die werden sich richtig freuen. Jetzt müssten wir, durch das Gold haben wir noch mehr, oder? 95%. Hör mir auf, Freunde. Aber ich sage euch was, wir hören jetzt auch auf, weil... Ja. Die Aufnahme vorbei ist. Das sind jetzt noch... Peanuts. Sag ich mal. Um die kümmern wir uns noch. Das wird nächstes Mal noch ein paar Minuten dauern. Und dann haben wir das auch. Aber schaut euch mal an, wie wir da drüber fegen, also. Das Problem ist jetzt bloß, ich hätte auch kein Problem damit zu überziehen und das nächste Level zu starten. Allerdings müssten wir dann im nächsten Level schon gleich Fuß fassen, weil da muss es ja dann doch am Anfang immer relativ schnell gehen. Und da habe ich jetzt gerade keinen Nerv. Mega schwache Soldaten hier überall. Wie gesagt, wir räumen das hier noch auf. Dann haben wir die Karte auch komplett gewonnen. Das ist ja das, was wir immer machen wollen. Ansonsten hat es mega Spaß gemacht. Ich bin mit der Einstellung reingegangen, so, boah, verdammte Axt, wie kommen wir da zurecht? Dass wir dann doch mit so einem Angriff, mit einem eigentlich großen Angriff, das so gut hinbekommen, habe ich nicht erwartet. Ich arbeite bloß die Nachrichten schnell ab. Aber nice. Hat gut funktioniert. Das Level werden wir bald haben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, bleibt gesund, meine Lieben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.